Das war nie meine Absicht. Ich stehe für alle Werte, für die ihr auch steht. Ich distanziere mich von allem und finde alles gut, was ihr auch gut findet. Abschlussbälle, Cheerleader und Pokale. Wie schön war es doch auf der Highschool oder im Gymnasium. Die Sportler waren Bullies, die Nerds waren Nerds und die Mauerblümchen Mauerblümchen. So auch im Gymnasium, einer Produktion von Bonn Park und Ben Rössler für das Münchner Volkstheater. Wer das Stück noch nicht gesehen hat, hat nun Anfang Februar wieder zweimal die Gelegenheit. Es ist eine Highschool-Oper. Genau, das heißt, die Welt, die wir da sehen, ist angelehnt an die amerikanischen Highschool-Komödien. So. Das heißt, wir sehen auch die ganzen Archetypen aus diesen Filmen, den Nerd, das Mean Girl, den Sportler und sowas. Und was Bonn Park, den Autor und Regisseur, daran interessiert, ist eigentlich, in der Highschool gibt es so feste Regelsysteme, wie diese Dinge laufen, und es gibt ganz klare Fronten zwischen diesen einzelnen Grüppchen. Und das hat ihn sehr an die heutige Situation erinnert. Wir haben irgendwie auch ein System, wo gerade viel über Meinung funktioniert und man sich sehr klar abgrenzt von anderen Meinungen, wo alle Leute so ein bisschen in ihren Bubbles sind. Und dazu kommt, in der Highschool läuft ganz viel über Gerüchte. Gerüchte sind irgendwie die primäre Informationsquelle. Und da gibt es dann auch die Latrine für die Latrinengerüchte. Niemand weiß mehr genau, was wahr ist und was nicht. So, es gibt eine große Verunsicherung in der ganzen Schule, und das ist auch was Bonn Park interessiert hat und Parallelen gezogen hat zu einer Situation, wo wir gerade sehr viele Halbwahrheiten haben und sehr viele Verschwörungstheorien, Aberglauben kommt wieder hoch, und das wird auch eine große Rolle spielen bei uns. Es ist ein ganz eigenes Konglomerat aus Themen. Es gibt diese Highschool-Welt, dann wird das alles in einer Opernform vorgetragen. Dann gibt es noch Mittelalterbezüge, die da auch reinkommen, die mit dem Aberglauben und Verschwörungstheorien zu tun haben und mit Dynamiken, wo, wie gesagt, man sich sehr klar abgrenzt von anderen Meinungen und ganz unsicher ist in der Meinung. Gymnasium ist aber auch ein Terrarium voller unverrückbarer und sozialer Strukturen. Und dazu ein dicker Haufen Sex, Drugs und Herzschmerz. Wieder am 7. und 8. Februar im Münchner Volkstheater.